Tour der TV. Wir müssen unbedingt wieder draußen schlafen. Das wird höchste Zeit. Das müssen wir sowas von machen. Das muss wieder passieren. Das wird wieder fällig. Und ich habe heute einen Schlafsack dabei und diese Müllsäcke hier, diese Mülltüten. Das ist mein Schlafsetup für heute. Das sind dieselben Mülltüten von dem letzten Lost Place Übernachtung, was ich mit Herrn Goldmann gemacht habe. Wo wir auf dem harten, kalten Boden, Schuttboden gepennt haben. Und hier ist doch dieser Schutt dran von diesem Boden. Von diesen Lost Place Boden. Bei mir ist das Geld zu schade, das nochmal zu kaufen. Hier neue Müllsäcke. Deswegen habe ich die hier vom letzten Mal mitgenommen. Und das wird mein Schlafsetup sein. Aber bevor wir einen Schlafplatz suchen und finden, machen wir so eine kleine Wanderung. Ich weiß nicht, 15 Kilometer oder so. Und wir gehen erstmal da vorne gleich einkaufen. Hier vorne bei diesem Netto. Das wird gleich so richtig geil sein, dort gleich einzukaufen und gleich loszugehen. Oder ach nee, wir gehen doch nicht zu Netto. Wir laufen zu Edeka, der ist direkt auf dem Weg. Weil Netto keine Freistücke hat, das ist echt eine Schande. Ja genau, wir haben voll Bock auf Mettbrötchen. Und vielleicht gibt es bei Edeka eine Fleischtheke. Deswegen laufen wir jetzt zu Edeka, um dort das zu kaufen. Mettbrötchen sind so richtig geil. Wir haben kein Kochset dabei. Heute nur ganz minimalistisch unterwegs. Ich wäre eine Hirnhautentzündung, eine Kalkablagerung vom letzten, wie heißt das Ding? Vom letzten Abflussrohr, Urinsteine, genau. Urinsteine sind voll geil. Ich glaube, ich wurde schon wieder erkannt. Ich wurde heute schon zweimal erkannt. Beim ersten Mal von einem Schaffner. Grüße gehen raus. Papierfabrik meinst du, ist das da vorne? Ja. Da, wo Rohr mit Dampf oben drauf ist? Ja. Die Fabrik ist voll geil. Die herstellen richtig geile Isomatten. Isomatten? Ja. Machen das Papierfabriken? Ja. Die stellen Isomatten her. Ja. Also das, was ich jetzt hier habe. Also nicht genau das hier, aber... Ja, nicht genau das, genau, soll ich sagen. Ja, genau. Aber die herstellen auf jeden Fall sehr gut die Isomatten her. Die haben sogar die bequemsten Isomatten hergestellt, die wir in Sizilien verwendet haben. Das hier, das ist Park und heute ist ein voll cool Wetter, weil ich habe meine Mütze ausgezogen und ich bin zu dämlich gewesen, um Sonnenbrille und meine normale Cappy mitzunehmen zum Aufziehen, genau. Deswegen laufe ich jetzt so rum ohne Mütze gerade. Cool, oder? Hier vorne ist dieser Edeka, den ich navigiert habe. Und hier ist prüfen, ob hier Mett drin ist, den wir holen können. Das wäre richtig geil, wenn wir Mett fressen können. Zwiebelmett mit Brötchen. Darauf haben wir so richtig Bock drauf. Das wird richtig geil sein, wenn wir Zwiebelmett haben. Urinstein-Kalkablagerung. 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 So, wir haben gerade jetzt Mett mit Brötchen und Zwiebeln gekauft und noch mehr Sachen. Das ist richtig geil. Und darauf werde ich jetzt erstmal ein Bierchen trinken. Gib Prost. Weil ich muss ein paar Bierpausen nachholen. Moped Dennis. Ich grüße Mark M. Ich grüße Ichu. Ich grüße Manuel Urban. Eliminiert. Oh, wir riechen hier gerade richtige Scheiße-Geruch. Das ist richtig geil. Hier ist überall Scheiße-Geruch. Auf diesen Feldlandschaften hier. Die sind empfehlenswert. Das ist Top-Scheiße-Geruch hier. Hier vorne ist ein bisschen Hügellandschaft. Das ist voll geil. Das ist eine schöne Landschaft, wie das heißt. Da muss man seinen Kopf so ranschieben. Durchschieben, genau. Guck mal, da vorne ist dieser Rohr mit Dampf oben drauf. Also da, wo diese Papierfabrik ist. Und die fabrizieren auf jeden Fall die besten Isomatten überhaupt. Die sind richtig günstig oder kostenlos, falls man die auf der Straße findet. Aber das sind Isomattenkönige. Auf jeden Fall. Guck mal, wir haben jetzt Anfang März und ich bin gerade ohne Pullover. Das ist voll geil. Der Frühling muss anbrechen. Es muss Frühling werden. Der Winter muss weg. Ich liebe warmes Wetter. Sonne muss her. Wir laufen hier die ganze Zeit berghoch. Das wird anstrengend. Aber wir sehen ein Zielobjekt. Das zeige ich euch gleich. Guck mal hier. Wir haben hier vorne einen Turm gefunden. Den werden wir gleich besteigen. Hier vorne sind überall diese beschissenen Scheißmücken. Die nerven uns die ganze Zeit, die stechen uns. Das sind die erst beschissenen Scheißmücken
von diesem Jahr hier in Deutschland. Die sind voll beschissen. Die stechen mir hier die ganze Zeit immer einen scheiß nackten Bein. Das ist voll scheiße. Ich liebe aber kurze Hosen, die müssen das ganze Jahr über getragen werden. Aber diese scheiß Mücken, die müssen weg. Die stechen mir gegen meinen scheiß Bein. Gegen meine nackte Beine, das ist voll scheiße. Aber trotzdem sind kurze Hosen die besten Hosen der Welt. Schluck auf ist auch voll geil. Ich will das auch endlich mal wieder haben. Ich gehe jetzt darauf, auf diesen Turm. Das ist auf jeden Fall ein Turm mit hoch dran, mit Treppen und sowas. Man muss hier die ganzen Treppen hier hochsteigen. Jawohl, Treppen sind richtig geil. Es müssen mehr Treppen gestiegen werden. Je höher ich gehe, desto windiger wird es. Das ist auch geil, wenn hier Wind kommt. Wenn es so richtig gegen's Kopf peitscht. Naja, von da unten kommen wir. Und jetzt laufe ich wieder runter. Also von dieser Aussicht hier weg. Achso, und genau neben diesem Aussichtsturm hier vorne ist genau da vorne eine Schusshütte. Das ist richtig gut. Das heißt, ich glaube, wir haben unser Pennplatz gefunden. Das ist der perfekte Platz dafür zum Schlafen. Vor allem, ich merke auf jeden Fall, dass hier sogar Wärme gespeichert ist. Guck mal hier. Hier vorne ist eine öffentliche Feuerstelle. Und eben gerade waren hier so ein paar Leute mit Kindern gewesen und die haben das hier so ein bisschen aufgebaut, aber die haben das nicht angezündet, sondern sind dann weitergegangen. Und deswegen machen wir das jetzt. Guck mal, hier vorne ist dieses ungezündete Lagerfeuer. Und ich hatte kein Feuer dabei gehabt, aber mein Bruder hatte nur dieses Feuerzeug dabei gehabt. Und dieses Feuerzeug, das war fast leer gewesen. Und wir haben ein paar Mal probiert gehabt und es ist dann komplett leer gegangen. Und deswegen ist jetzt mein Bruder 3 Kilometer runter zur Ortschaft gelaufen, um dort irgendwie Feuerzeug und Brennspiritus zu holen. Und es wird bestimmt jetzt 1,5 Stunden dauern, bis er wieder hier ist. Und 1,5 Stunden werde ich hier ganz alleine hier rumwarten und auf die Sachen aufpassen. Und dabei Mettbrötchen fressen. Liebe Zwiebel mit. Ich habe jetzt gerade mal Mettbrötchen aufgegessen. Ich habe sogar 2 Mettbrötchen gegessen mit Zwiebeln dran. Und ich werde jetzt bestimmt 1,5 Stunden hier in dieser Schutzhütte hier rumchillen, bis mein Bruder wieder zurückkommt. Und hoffentlich ist die Tankstelle nicht zu oder so, dass der Brennspiritus und Feuerzeug holt. Oh, du bist angekommen. Wie spät haben wir es? Ich habe 20.29 Uhr oder so geschätzt. Es ist 20.25 Uhr. Ich habe die Zeit übertroffen. Oh, das ist sehr gut. Wir haben so ein bisschen geschätzt, wann du zurückkommst. Ja. Laut Google solltest du 20.40 Uhr zurückkommen. Ja. Genau. Ich habe Google eingeholt, obwohl es so bergauf geht. Ich habe auch richtig geschwitzt. Ich könnte jetzt hier im T-Shirt rumlaufen. Oh, ja, also ich habe Grillanzünder mitgebracht. Flüssigen. Ja. Der liegt da hinten jetzt beim Feuer, habe ich da hingelegt. Und 2 Feuerzeuge. Das ist. Aber leider keine Sturmfeuerzeuge, die gab es da nicht mehr. Das ist sehr gut. Das ist ein beschissener Laden. Also eine richtig beschissene Tankstelle, die kein Sturmfeuerzeug anbietet. Ja, aber auch sehr klein. Aber Hauptsache Feuerzeug und Anzünder. Damit wir werden es anbekommen, auf jeden Fall. Anbekommen. Jawohl! Endlich! Der lange Weg zu Fuß hat sich gelohnt. Es brennt. Es brennt. Es brennt rum. Es brennt. Das ist ein cooles Lagerfeuer, was die uns vorhin vorbereitet haben. Die ganzen Menschen, die hier vorhin waren. So, mein Bruder ist müde und hat sich in der Schutzhütte schlafen gelegt und ich passe hier auf das Feuer auf
Und genau, und ich werde mich neben dem Feuer hinlegen. So, ich habe mich gerade in meinen Schlafsack reingelegt. Und für den Fall, falls es regnen sollte, habe ich meine Mülltüten dabei. Ich werde die jetzt über mir ziehen. So, ich habe sie über mir gezogen und ich habe ein Luftloch gemacht. Das ist richtig geil, damit ich Luft bekomme. Genau so penne ich hier draußen. Das ist empfehlenswert. Das ist richtig geil. Ich bin regengeschützt. Das ist richtig geil. Prüfen, ob heute Regen kommt. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich muss Regen haben. Der Regen muss kommen. Unbedingt. Guten Morgen. Ich bin wach. Ich habe in diesem Müllsack geschlafen und das war richtig kalt und feucht. Diese ganze Feuchtigkeit, also diese ganze Luftfeuchtigkeit, das hat richtig geil reingezogen. Es ist ja alles richtig feucht. Voll geil. Oh, meine Lungen fühlen sich voll scheiße an. Und ich glaube, das war keine so gute Idee gewesen, in diesen Schlafsack, in diesen Müllsäcken zu schlafen. Weil diese Müllsäcke, die sind ja vom Lost Place Abenteuer, wo wir in diesen ganzen Schutt da gepennt haben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser ganze Schutt alles asbesthaltig war. Und dass hier bestimmt auch ganz viel Asbest drin ist. Und Asbest ist sehr krebserregend. Und das ist sehr, sehr scheiße. Das ist richtig beschissen, dass ich das die ganze Nacht eingeatmet habe. Nicht, dass ich nach dieser Nacht Lungenkrebs oder sowas bekomme. Das ist voll scheiße. Das sorgt mir schon. Mit Krebs ist nicht zu spaßen und ich wünsche allen Betroffenen alle Kraft der Welt und beste Heilung. Das ist auf jeden Fall keine schöne Sache. Und das hier ist total asbesthaltig. Prüft, ob ich Krebs bekomme. Ich hoffe nicht. Das wird scheiße sein. Guck mal hier. Diese ganzen Staubreste hier vorne. Ist alles asbesthaltig. Also glaube ich, dass das hier alles Asbest ist. Von diesem letzten Lost Place Abenteuer. Das sieht sehr, sehr ungesund aus. Und krebserregend, dieses weiße Zeug hier. Und guck mal hier. Hier vorne. Also bevor ich hier drin gepennt habe, habe ich überhaupt gar nicht dran überlegt. Aber erst jetzt, wo ich aufgestanden bin, ist mir das so eingefallen. Und hier, das ist alles hier feucht. Das ist alles nass. Hier sind überall Tropfen und sowas. Das heißt, ich habe richtig nass geschlafen. Das war voll unangenehm gewesen. Aber es war sehr ruhig gewesen, hier zu schlafen. Aber ich merke auf jeden Fall, dass dieses asbesthaltige Staub schon in meine Lungen reingefressen ist. Das ist voll scheiße. Asbest muss weg. Das muss abgeschafft werden. So, ich bin aus meinem Schlafsack raus. Und guck mal hier. Das ist hier alles feucht. Das ist hier richtig nass. Das Feuer da drüben ist längst ausgegangen. Genau, ich habe das kontrolliert. Ich bin erst dann eingeschlafen, wo das Feuer aus war. Und vielleicht noch ein bisschen geglüht hat, das war's. Aber das hier, das ist alles komplett nass. Mein ganzer Schlafsack hier ist voll nur feucht. Von der ganzen Luftfeuchtigkeit. Das war voll geil gewesen, hier zu schlafen. Es hat richtig geil reingezogen. Und da drüben ist mein Bruder, der ist gerade auch aufgestanden. Er hat ja in der Schutzhütte gepennt. Ich wollte irgendeinen Müllsacktitel haben, deswegen habe ich im Müllsack geschlafen. Ohne zu überlegen, dass diese Müllsäcke asbesthaltig sein könnten. Da war es da safe Asbest drin. Definitiv von diesen ganzen Staublocations, wo wir gepennt haben beim letzten Video. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall war das ein Gesundheitsrisiko gewesen, da drin zu pennen. Guten Morgen. Morgen. Fühl mal meinen Schlafsack an. Richtig feucht. Der ist richtig geil feucht. Der ist richtig nass durchfeucht. Richtig geil durchnässt. Das war voll geil gewesen, da drüben draußen unter der Luftfeuchtigkeit zu schlafen. Ich habe schon länger nicht mehr in einem nassen Schlafsack gepennt. Das wurde aber auch wirklich Zeit. Was machst du gerade? Einen Löffel schnitzen für den Milchreis da. Ich habe keinen Löffel dabei. Und so hat man nochmal ein cooles Projekt zum Bauen. Milchreis ist voll cool.
Ja. Das kannst du mit den Fingern essen. Den schleppe ich ja schon seit gestern ungekühlt mit mir. Du musst den Löffel weiterbauen. Der muss fertig werden. Das ist sehr aufwendig auf jeden Fall. Bevor der erstmal die ganze Schicht hier abmachen. Dieses Milchreis wegschimmelt. Ja. Genau. Das muss. Ich möchte nicht nochmal, dass du so Salmonellenvergiftung bekommst. Also Lebensvergiftung wie in Italien. Deswegen musst du ganz schnell arbeiten. Ja. Das musst du ganz schnell fertig machen mit dem Löffel. So, du hast deinen Löffel fertig geschnitzt. Mhm. Und jetzt isst du Joghurt. Na klar. Dieses Apfelzimt. Genau, Apfelmittel. Das ist die beste Sorte. Ich mag das nicht, wenn man mich beim Essen filmt. So, ich habe Mettbrötchen mit Zwiebeln gemacht. Das ist mein rohes Frühstück. Das ist rohes Fleisch. Echt geiles rohes Fleisch. Rohes Fleisch ist voll geil. Thüringer Mett ist geil. Rohes Rinderfleisch möchte ich jetzt nicht. Prüfen, wann ich als Beutetier wiedergeboren werde. So, die Sachen sind gepackt. Wir laufen wieder zurück zur Zivilisation. Und ich habe meine Asbestmüllsäcke hier reingeschmissen. Weil, damit ich die zum nächsten Mal neu kaufen kann, beziehungsweise ich habe welche in die Amazon-Wunschliste reingepackt. Also noch bessere Müllsäcke wie diese hier. Und damit, weil ich keinen Bock auf Asbest mehr habe. Ich habe die Schnauze voll von Asbest. Die müssen weg. Die sind gesundheitsschädlich, die sind voll verseucht, die sind scheiße. Asbest muss weg. Und guck mal hier. Hier vorne ist so ein Wildschwein, wie heißt das Ding? Symbol. Das heißt, hier sind Wildschweine unterwegs. Ich bin sehr gespannt drauf, wann die mich essen oder so. Damals, als ich in der Berufsschule Gastronomie meinen Realschulabschluss nachgeholt habe, da war ein Klassenkamerad, der war nur kurz da. Und da sind in der Spülmaschine so ein paar Stückchen waren vorhanden gewesen. Genau, die waren sichtbar. Und der hat irgendwas mit Stückchen gesagt. Und das war so lustig, dass ihn danach jeder hier Stückchen genannt hat. Das war richtig geil gewesen, der Spitzname Stückchen. Und und dann war er weg. Dann hat er die Schule nicht mehr betreten. Aber nicht wegen Stückchen, sondern weil er keinen Bock hatte. Genau. So. Bei Gastronomie absolut verständlich. Ja. In diesen Arbeitszeiten. Ich hab's auch überhaupt nicht gefeiert, dahin zu gehen. Ich hab's gehasst. Aber ich brauchte mal einen Realschullappen, damit ich Informatiker werde. Dieser Weg ist voll hirnverseucht. Hier ist ganz viel Laub, als wenn wir Herbst hätten. Es ist voll der Herbstwald. Aber so richtig. Wir gelaufen jetzt diesen verschmierten Berg herunter. Es ist voll geil, hier runter zu laufen. Aber es ist Umknickgefahr. Das ist voll scheiße. Nicht, dass das schon wieder passiert wie in Italien. Aber mein Rucksack ist dieses Mal leicht. Weil ich habe ja meine Asbestmülltüten Mülleimer geschmissen. Deswegen ist mein Rucksack jetzt leichter. Ich habe da nicht mehr so viel Gewicht drauf. Es war richtig anstrengend gewesen, diese Mülltüten mitzunehmen. Die waren voll schwer. Ich werde nach dieser Nacht bestimmt Gehirnkrebs bekommen. Da habe ich mir fest von überzeugt, von diesem Asbest. Das wird richtiger Gehirnkrebs werden. Ich habe eine richtige Überzeugungsstärke. Und guckt euch mal, wie dreckig wie vollgeschissen diese Straße hier vorne ist. Hier liegt überall diese nichtmenschliche Scheiße rum. Das ist voll die Scheißstraße hier. Sowas läuft uns über den Weg. Das gibt's doch gar nicht. Es müssen mehr Pferde rumrennen. Ohne Besitzer. Wir brauchen viel mehr Pferde ohne Besitzer, die rumlaufen. Auf offener Straße. Diese Pferde rocken. Die müssen wir suchen. Prüfen, ob ich irgendwann mal eins in die Kamera bekomme, diese Pferde. Die ohne Besitzer rumlaufen. Durch offene Straße. Das will ich unbedingt gefilmt haben. Aber unbedingt Pferde, die auch noch Pferdescheiße produzieren. Genau, so eine Pferde will ich auf offener Straße laufen sehen. Davon träume ich jeden Tag. Und ach so, und wir wollten eigentlich 15 Kilometer hinlaufen,
zu so einer anderen Stelle. Aber diese Stelle, die war richtig geil zum Pennen gewesen. Deswegen haben wir nur die Hälfte gemacht und das hin und zurück. Also nur ein Viertel von dem, was wir eigentlich wandern wollten. Weil das war der perfekte Platz, um in Mülltüten zu schlafen. Also in Asbestmülltüten, genau. Hier vorne ist diese Tankstelle. Wo mein Bruder gestern Grillanzünder geholt hat. Und hier vorne ist dieser Edeka, wo wir gestern Brötchen mit Mett und nochmal Sachen gekauft haben und Zwiebeln und so. Ich bin voll verschmandet und wir sind in der Innenstadt. Das ist richtig schmandig. Und hier vorne ist so ein alter Burgengebäude in der Innenstadt. Und da ganz hinten, da ist Rohr mit Dampf oben drauf. Den ich gestern gezeigt habe, genau. Der ist voll geil, weil der Dampf oben drauf ist. Hirnteig! 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 Gehirn! Wir haben Eis gekauft. Extra, damit wir endlich wieder Gehirnfrost bekommen. Hirnfrost ist. Ich brauche Schmerzensgeld. Wir sind am Bahnhof und wir werden hier von Zügen belästigt. Wir warten auf unser Zug, damit wir gleich nach Hause fahren. Hier geht es zum letzten Lost Place Abenteuer, wo ich den Mülltüten asbesthaltig gemacht habe. Und hier geht es zum Kanal meines Bruders, er macht auch Outdoor-Videos. Schaut da auf jeden Fall vorbei und macht ihn unbedingt die 1000 Abonnenten voll.